Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Dieser Tage kommen und wollen wir an einem Thema gar nicht vorbei, die Inflation. Die EU-Kommission sagt 2,7 statt 4% Wirtschaftswachstum im europäischen Wirtschaftsraum voraus. Die Vorhersage für die Inflation in den Euro-Ländern 2022 hat sich fast verdoppelt auf 6,1%. IWF-Chefin Kristalina Georgieva, Sie haben es in den Wirtschaft TV News gehört, sagt aber, eine weltweite Rezession sei nicht in Sicht. Darüber spreche ich jetzt mit Ronny Wagner, dem Gründer und Geschäftsführer der Noble Metal Factory. Herr Wagner, denken Sie auch, dass keine weltweite Rezession in Sicht ist? Das denke ich nicht. Also ich denke, alle Vorzeichen deuten in diese Richtung. Und es ist davon auszugehen, dass wir mal zumindest eine Stagnation erleben. Aber die Gefahren sind natürlich ganz klar. Und ich erwarte da persönlich auch, dass wir hier in eine Rezession abgleiten. Sehen wir mal nach Europa und Deutschland speziell. Die EZB streitet intern gerade über die Straffungspolitik. Also Christine Lagarde will ein moderates Tempo, Erhöhung in kleinen Schritten. Österreichs Notenbankchef Holzmann will Gas geben und sagt 0,5 Punkte, was die USA gemacht haben. Was sagen Sie, schnell oder langsam jetzt die Zinsen erhöhen? Eigentlich gar nicht. Ne? Wenn ich mir anschaue, dass wir noch nie so viele Schulden im Spiel und im System hatten, dann muss ich sagen, habe ich sehr viel Respekt vor einer Zinserhöhung, weil das würde natürlich bedeuten, dass die Bedienung der alten Schulden um einiges teurer werden würde. Und deswegen bin ich eher der Meinung, dass wir uns das nicht leisten können. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite, um einen weiteren Anstieg der Inflationsdaten zu bekämpfen. Aber das ist so eine Geschichte, die ich mir wirklich sehr, sehr gut überlegen würde, weil auf der anderen Seite steht eben ein Riesenminus bei den Schulden. Ja. Also das heißt, Sie sagen, die EZB war gar nicht zu lang zurückhaltend, sondern könnte das sogar ruhig noch weiter sein. Ja, sie muss es quasi. Ne? Was heißt, vom Wollen kann da keine Rede sein. Ich weiß natürlich auf der anderen Seite auch, dass da politisch auch einiges an Druck sicherlich ausgeübt wird. Aber Fakt ist eins, wir sind weltweit jetzt bei über 300 Billionen US-Dollar Schulden. Das ist historisch einzigartig. Es gibt keinen Zeitraum in der Geschichte, wo das ähnlich war. Und deswegen sind Zinsanstiege in meinen Augen mit Vorsicht zu genießen. Ja, es wirkt so ein bisschen so wie Zeit und Raum verloren, irgendwie alles und dies können wir noch und das können wir noch, als würde Geld kaum eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite spielt es eben deutlich eine Rolle und zeigt sich das immer mehr, was da passiert. Was bedeutet denn die jetzige Situation für Anleger aus der Sicht? Ja, ist ein großes Problem natürlich. Wir müssen die Mindestanlage einer Geldanlage muss es ja sein, mindestens mal die Inflationsrate auszugleichen. Mhm. Und das ist natürlich bei den Zahlen, die Sie auch eingangs erwähnt haben, eine sehr sportliche Aufgabe. Und es gibt gar nicht so viele Anlagen, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen, die dort eine Rolle spielen könnten, um zumindest dieses Ziel des Inflationsausgleichs zu erreichen. Und deswegen ist das schon eine sehr, sehr spannende Zeit für Anleger, positiv und erfolgreich zu agieren. Klar, also diese Zinsen, die wünscht man sich eigentlich, die jetzt notwendig wären, um plus minus null unterm Strich so inflationsbereinigt zu bleiben. Es gibt ja auch nicht so eine richtige Berechenbarkeit der Situation im Moment. Also das ist ja schwierig. Inwiefern kann man denn da überhaupt sagen, Anleger sollten jetzt, weil Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zählen im Moment gerade nicht so viel, oder wenn man sehr weit zurückguckt, also was gibt es da für Vergleichsmöglichkeiten? Ja, das ist schwierig. Also Prognosen sind ja grundsätzlich immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das wissen wir ja nun. deswegen halte ich mich da auch immer etwas zurück, was Prognosen anbetrifft. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich lese das auch gar nicht so gerne, wenn dort Experten über Prognosen sprechen, weil meistens kommt es ja dann doch anders, als wir alle denken. Deswegen versuche ich, mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich heute mein Anlageportfolio strukturieren, ohne jetzt riesige Prognosen in die Zukunft anzustellen. Ja. Und ich fokussiere mich da eigentlich eher auf die Sachwerte. Ich komme aus dem Bereich und versuche eigentlich so dieses Thema Rendite so ein bisschen auszublenden aktuell, weil ich sage, aktuell sind wir in einer Phase, die ist sehr gefährlich. Die Inflation ist auf dem Vormarsch. Aus der Geschichte wissen wir, ist eine Inflation einmal in Gang gesetzt worden, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Ja? Mhm. Wir brauchen nur die Geschichtsbücher studieren, da steht alles drin.
Deswegen habe ich sehr viel Respekt vor der aktuellen Situation und ich glaube, dass die Geldpolitik ihr Pulver in den letzten Jahren verschossen hat und wir hier nicht viele Auswegmöglichkeiten haben. Was halten Sie jetzt für sinnvoll? Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, an den Hebeln sitzen, wir setzen Sie jetzt da in die Kommandozentrale und Sie können die gesamte Geldpolitik steuern. Was sagen Sie, was wäre jetzt sinnvoll? Was sollte man machen, um Werte bestmöglich zu erhalten oder nicht noch eine unnötig höhere Verschuldung weiter zu provozieren? Ja, ich denke, in dem bestehenden System kann man das vergessen. Ne? Es braucht einen gänzlichen Neustart. Das alte System hat in meinen Augen ausgedient. Das kann man sicherlich noch eine Zeit lang am Leben erhalten. Aber es hat die besten Tage quasi hinter sich. Ne? Und wir müssen uns vielleicht darüber Gedanken machen, wie könnte so ein neues System aussehen. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon die goldgedeckten Währungssysteme, die in den Phasen, wo sie liefen, immer sehr erfolgreich waren. Ja. Sie wurden dann aus diversen Gründen immer wieder abgeschafft. Aber die Menschheit ist immer wieder auch dahin zurückgekehrt. Man darf nicht vergessen, Gold hat einen Track Record von über 2000 Jahren. Das ist eine beachtliche Zeit. Und das Schöne, was ich eben sehe, ist, dass eben nicht auf Befehl von oben die Menschen gesagt haben, Gold ist mein Zahlungsmittel, sondern sie haben es sich selbst ausgesucht. Also es war ein evolutionärer Prozess, wo die Menschen herausgefunden haben, Mensch, das mit dem Gold hat eigentlich immer gut funktioniert. Mhm. Wenn ich mir die letzten 200 Jahre anschaue, dann sehe ich beim Goldpreis zum Beispiel eine inflationsbereinigte Rendite von 0,7% pro Jahr. Das ist, wie ich finde, eine sehr beachtliche Aussage und unterstreicht, dass Gold eben diesen Nimbus hat als Inflationssicherungsinstrument gut zu funktionieren. Mhm. Wünschen Sie sich eine goldgedeckte Währung, dann wäre das... Durchaus. Ja. Ich denke durchaus in diese Richtung, ja. Es gibt also doch gewisse Berechenbarkeiten sozusagen, also wenn man jetzt sehr, sehr lang dann zurückguckt. Ne? Also gerade bei Gold, sagen Sie, ist das klar, jetzt Sachwerte ohnehin, bei Immobilien, klar, gibt es ja einen ganz, ganz großen Boom seit einiger Zeit, selbst da, aber auch bei den ganz skeptischen große Unsicherheiten, dass sie sagen, ich weiß doch nicht, wie weit was geht und ob mir die Immobilien auf Dauer gehören oder was auch immer passieren könnte. Also selbst innerhalb der eigentlich soliden Sachwerte gibt es ja ziemliche Unsicherheiten. Nicht? Dann würde ich sagen, kommen wir an anderer Stelle nochmal speziell auf das Thema Gold zu sprechen, das gerade als Anlageform in der jetzigen Zeit. Dann vielen Dank erstmal, Ronny Wagner, zum Thema Inflation. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.